Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit der Tekken 3 Fighter Season 5. So, wir hatten beim letzten Mal Warner. Ich muss kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Wir hatten beim letzten Mal Warner. Und dann würde ich sagen, gehen wir dieses Mal... Ja, ich weiß gar nicht. Wir fangen am besten bei Jin an und gehen dann nach links rüber. Habe ich mir gedacht. Ganz neue Innovation. Unglaublich. Da kommt nie jemand drauf. So, erster Gegner ist Law. Wir haben natürlich blöderweise das falsche Outfit gewählt, aber ist ja kein Problem. Wir haben ja noch weitere Fighter-Seasons. Und erste Aufnahme für heute. Mal gucken, wie es so läuft. Ich habe eigentlich nichts umgestellt. Perfekt, okay. Geht schon gut los. Ich meine, das Outfit geht auch, ne? Aber mir gefällt das andere nochmal ein bisschen besser. Zweiter Gegner, King. Wie gesagt, die ersten... 3, 4 Gegner oder so, das ist alles noch machbar. Und dann wird's ein bisschen tricky. So, oh Gott, nein, aua, oh Gott, das hat auch direkt ordentlich Impact gehabt. Oh nein, verdammt. Oh, der war mies. Bäh, da kommt er direkt nochmal mit der Nummer um die Ecke. Ich habe keine Schnitte. Nee, ah, verdammt. Da hat er mich genatzt. Das hat alles ein bisschen viel abgezogen, wo er mich da getroffen hat. So viel zu dem Thema, dass die ersten 3, 4 Gegner machbar sind. Läuft. So, dann. Jetzt machen wir es mal ein bisschen anders. Hauptsache, den ersten machen wir perfekt fertig und den zweiten kriegen wir direkt auf die Mütze. Ah, nein. Da hat er den doch einfach weggeblockt. Habe das mal... schnell korrigiert diesen kleinen Fehler. Xiao Yu kommt als nächstes. Die kann auch unter Umständen ein bisschen tricky sein. Der war gut. Nee. Ja. Ja, das ist natürlich eklig, wenn sie da unten umhergeistert. Das mag ich überhaupt nicht. Aber das habe ich ja auch schon in der Marvel vs. Capcom. Ja, Fighter Season. Oder Charakter Season. Was auch immer wir da hatten für eine Season. Auf jeden Fall, ja. Die Gegner, die am Boden rumkriechen, die sind immer ein bisschen nervig. Nina auf Stage 4, das ist beim letzten Mal nicht so gewesen. Da hatten wir sie, glaube ich, schon auf Stage 3. Aber auf Stage 4, wie gesagt, das ist relativ normal. Ja, der war gut. Und hier, haha, verdammt. Komm, einfach weg mit ihr. Ja, bis auf, dass wir jetzt diesen kleinen Aussetzer bei Stage 2 hatten. Ich weiß auch nicht, was da los war. Irgendwie haben da seine Schläge krassen Impact auf mich gehabt. Und tschüss. Weg mit ihm. Komm her. Zack, perfekt. Strange, ne? Bei dem einen keine Schnitte gehabt so richtig. Gegen King. Aber der macht man hier zweimal perfekt mittlerweile weg. Also wie gesagt... Es müsste eigentlich immer noch alles auf normal eingestellt sein. Ich werde nach dieser Runde mal nachgucken. Ich nehme ja nachher noch eine Runde auf. Oh, das war ein bisschen zu früh von mir. Oh Gott. Paul könnte auch nochmal ein Problem werden. So. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie... Nein. Oh, ich hasse es, wenn wir so einen Luftsprung machen. Und ihm eigentlich mit dem Bein in die Fresse jumpen würden und er kickt bloß einmal zu. Das gibt's doch nicht. Da hat er mich... Wow. Da hat er mich genatzt. Da hat er mich richtig genatzt. Das Ding hätten wir eigentlich machen müssen. Aber er hat immer genau zum richtigen Zeitpunkt schlägt er. Wenn man mal so drauf achtet... Wow. Wenn man mal so achtet... Wirklich genau zum richtigen... Das gibt's doch nicht. Spring doch. Den sollte er gar nicht so machen. Er sollte eigentlich... Ja. Er macht einfach wieder den. Der war gut. Und ciao. Boah, Paul war ein bisschen nervig. Also da muss ich schon sagen, bei King haben wir es ein bisschen auf... Oh nein, kleiner Gegner, ey. Wie gesagt, die sind echt doof. Paul war wirklich ein bisschen nervig. Also der hat sich diesen Sieg gegen mich wirklich verdient. Ja, da müssen wir ein bisschen... Das ist... Wie gesagt, wenn man mit dem Typen selber kämpfen muss, ne... Richtig, richtig nervig, aber wie man ja an den anderen Fighter-Seasons bereits gesehen hat. Das gibt's nicht, ey. Und dann blockt er die
Nummer hier auch noch so blöde weg. Ich hasse diesen Gegner. Der ist ja richtig doof. Da kämpfe ich ja lieber gegen die anderen Typis hier. Ey, das gibt's nicht, wie er einfach über meinen Fuß immer rüber jumpt. Wow. Okay. Ich sag mal so, Paul hat sich das verdient. Er hat sich das hier ernervt. Nein. Ja, der war gut. Der war auch gut. Das gibt's nicht. Komm her. Das gibt's nicht, ey. Wie viel Schaden der auch mit diesen komischen Sprüngen da macht. Jetzt hat er sich das wieder zurückgebumst. So, weg mit dir. Boah. Der ist blöd als Gegner. Der ist richtig blöd. Also das macht auch keinen Spaß, gegen den zu kämpfen. Das ist wirklich so, bei King und bei Paul muss man ja sagen, bei Paul noch mehr, der hat sich das ja erarbeitet sozusagen. Wow. Wie sie einfach genau weiß, dass ich meine Griffe hier durchziehen will. Ich hasse es, aus der Luft rausgehauen zu werden. Autsch. Das Ding sitzt natürlich auch und sie wird mich auch platt machen, das gibt's nicht. Kannst vergessen. Dass meine Sachen immer nichts abziehen. Krass, wie schwer ich mich hier tue mit Jin. Aber daran erkennt man es dann. Dass wir wirklich noch auf normal spielen. Weil so schwer tue ich mich normalerweise eher bei den... Wow. Nee? Ja, dafür ist der reingegangen. Nee. Ach, das gibt's nicht. Und dann trifft sie natürlich auch immer direkt zweimal. Wie sie angelaufen kommt und sich dann für den Block entscheidet. Auch ganz cool. So, Hayashi. Normalerweise wird's bei denen hier immer erst so richtig blöde, ne? Klar, wie gesagt, auf Stage 4 Nina oder so. Autsch. Das zieht auch immer gleich richtig... Ja, genau. Wow, die Hälfte der Energie, das wird auch wieder nichts. Die Hälfte der Energie weg, bevor ich überhaupt einmal getroffen habe. Autsch. Der war gut. Oh, das gibt's nicht. Es hätte nur mein Tritt sein müssen, dann wäre es das wieder gewesen. Es hätte nur mein Tritt sein müssen. Und dann block. Ja, und ich darf nicht blocken. Wieder Hälfte Energie weg. Nicht ein Treffer gelandet. Jo. Ich merke schon, Hayashi, das wird gut. Das wird richtig gut. Ey, ich hab geblockt. Ohne Scheiß, ich hab geblockt. Hast vergessen. Vielleicht versuche ich es zu oft mit den Griffen, aber... Ja, das war wieder blöd. Wieso springt er nicht? Wieso springst du nicht? Ja. Weil ich im Sprung natürlich gekillt werde. Wow, also das ist schon krass. Das hätte ich so nicht erwartet, dass Hayashi mich hier tatsächlich... Ja. Alter Schwede. Das ist crazy. Yo. Ne? Kann's vergessen. Ich darf nicht blocken, aber er blockt jedes Mal. Das wird richtig spaßig hier mit Hayashi. Alter. Ey, der rasiert mich hier aber wirklich. Also das ist... Echt krass. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe vorher immer geschlagen und er ist immer stehen geblieben. Jetzt greife ich. Jetzt bleibt er nicht stehen. Das gibt's nicht. Da blockt er das Ding wieder. Der war gut. Ne, kannst vergessen. Ja, und ich darf nicht blocken. Oh nein. Jetzt. Das gibt's doch nicht. Da ist er schneller als ich. Man hat's gesehen, wenn der gesessen hätte, wäre vorbei gewesen. Boah. Ist Hayashi nervig. Was ist denn da los? Ja, der war gut. Ja, jetzt springst du. Wo der Gegner liegt, da springst du. Der war gut. Jetzt springt er nicht. Ne. Er ist schnell. Er ist verdammt schnell. Ja, genau. Boah. Ist das nervig gewesen mit ihm. Also das, wow. Das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei den anderen Dödeln habe ich noch geträumt. So, ne? Gut, Paul hat sich das, wie gesagt, erarbeitet. Bei den anderen habe ich so ein bisschen geträumt. Der eine hat sich das total ernervt. Aber Herr Hashi, der hat mich richtig rund gemacht. Das ist doch nicht zu fassen. Wieso brauchen meine Attacken immer so mega lange?
Das dauert zu lange. Das dauert mit den Tritten einfach zu lange. Das gibt's nicht. Wie sie immer zum richtigen Zeitpunkt, man muss mal drauf achten, die wirklich, die blocken zum richtigen Zeitpunkt. Ja, natürlich. Dann gibt's jetzt mal den hier ab. Ja, der war gut. Nein, 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 nein. Das hat alles zu lange gedauert mit dem Sprung und naja gut, er wollte ja wieder nicht springen, aber gut. Das ist mir aber auch schon öfter aufgefallen, Orgel kann zwar nervig sein. Nee, das ist nicht cool. Meister. Ja, der war gut. Aber meistens ist tatsächlich Hayashi der richtig krass nervt. Ne? Also ich hatte natürlich auch schon mit beiden Ogres jeweils starke Probleme, aber Hayashi ist eigentlich der immer richtig abnervt. Aber gut, Jin haben wir dann auch noch durchgedrückt, mal gucken, wie es beim nächsten dann wird. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Konnte man hier auch mit Devil Jin spielen? Kann man sich mit Jin irgendwie verwandeln oder so? Ein extra Kämpfer ist er ja nicht, ne? Das kommt dann, glaube ich, erst bei den nachfolgenden Teilen. Aber gut. Wie gesagt, wir haben Jin jetzt abgefrühstückt. Und dann schauen wir, wie es beim nächsten weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.